wenn dann heute mit ihr den kompletten Müll rein, das war ich nur frühstück für dich. So, moin moin der Herr, wie haben Sie sich dann an meinen Stand hier verehrt, oder wer? Moin moin! Moin, ich würde ganz gerne Pangasus für Sie kaufen. Ein Pangasus? Wollen Sie kaufen? Ist natürlich an sich kein Problem, ich habe noch einen Pangasus hier. Ich habe hier Pangasius 1 Kilo, halbes Kilo. Ich habe auch. Ich glaube, ich würde das halbe Kilo nehmen. Ich habe auch einen schönen 200 Gramm. Wollen Sie für sich alleine? Oder? Für mich alleine, ja. Für sich alleine wollen Sie Pangasius, ja, aber guter Mann, wenn ich das einfach mal so frei sagen darf. Da ist so Pangasius gar nicht der richtige Fisch, wenn ich Sie so angucke. Was würden Sie denn empfehlen? Also, ich würde Ihnen, schauen Sie mal ganz. Ich habe hier drüben, habe ich heute was ganz, ganz frisch eingefangen aus dem Atlantik, oder? Habe ich hier was frisch reinbekommen. Hier drüben sehen Sie die Seescholle. Ist mir bewusst, dass wir gerade auf einer verfickten LKW-Raststätte stehen? Nee, wir sind doch hier auf dem Hamburger Fischmarkt, oder was mit einem Tee. Was meinen Sie mit Fisch? Und du vercheckst mir den Wohnmobilfisch. Sehen? Wir losen es komplett gerade. Da drüben habe ich so ganz frisch eine Seescholle reinbekommen. Da drüben habe ich eine ganz frische Seescholle reinbekommen. Das ist was ganz Feines. Ich sehe ihn doch anders, dass Sie da Falschmecker sind, oder nicht? Da wollen Sie sich doch nicht mit so einem langweiligen Pangasius, was jede Hausfrau sich in Berlin kauft, so zufrieden geben. Das ist doch nicht nach Ihrer Art, wenn Sie hier extra an meinen Stand kommen. Da kann ich Sie nicht mit einem Pangasius gehen lassen. Das würde gegen meine Ehre gehen. Ich mache Ihnen mal so eine schöne 500 Gramm von die Seescholle fertig, ja? Okay, alles klar, machen wir. Super. Also hier halbes Kilo, 20 Euro bitte. Das ist ein bisschen viel. 9 auf 10. Guter Mann, Qualität hat ihren Preis. Ich habe auch Frauen und Kinder. Ich habe auch Frauen und Kinder zu Hause, das können Sie mich jetzt nicht runternehmen auf 10 Euro. Was machen wir hier, Bro? Wir dürfen nie wieder so lange eine Ehe tun. Also 10 Euro kann ich Ihnen nicht machen, aber weil Sie jetzt so ganz freundlich an meinen Stand gekommen sind, ich könnte Ihnen anbieten 17 Euro. 17 Euro, dann ist das für mich zum Einkaufspreis genau gerade wieder raus. Ja, okay, komm. Also 17 Euro, okay. Haben wir. Danke. Hat sie noch gezockt, den Dummkopf. Die Seescholle war für ein Stück Reifen halt von Autobahn aufgesammelt. Und jetzt habe ich für 17 Euro rausverkauft wieder.